Wie viel Prozent entsprechen 72 Grad? So Prozente sind einfach nur Bruchteile. Also 72 360stel. Diesen Bruch muss ich jetzt, wenn ich einen Prozent haben möchte, als Dezimalbruch angeben. Ja, von 360 Törtchen esse ich 72 und der Bruch ist es. Jetzt ist das ohne Taschenrechner natürlich eine Herausforderung, aber ich kann ja hier 36, 6 mal 6 mal 10, es geht ums Kürzen. Ja, damit ich dann, und 72, das ist 9 mal 8, also nicht zu viel auf einmal. Ja, und das zerlege ich jetzt, das ist 3 mal 3, 8, 4 mal 2 und dann 2 mal 2 mal 3 mal 3 mal 2 mal 5. Und jetzt kann ich kürzen. Nur nicht zu viel denken, einfach machen. Also, das ist die 4 und die 3 und die 2 und dann bleibt oben 1 übrig. Ein Fünftel, das könnte man halt hinkriegen. Also ein Fünftel ist das gleiche wie 0,2 und es ist das gleiche wie 20%. Ob ich 20% schreibe oder 0,2 oder ein Fünftel oder 72, 360stel, ist immer das gleiche. Aber Prozent ist eben das so, diese Schreibweise. Genau, weiter geht's. Dann nehmen die den Durchschnitt aus diesen zwei Prozentsätzen, aber es gibt ja weniger Leute in Osten als im Westen und deswegen funktioniert das nicht. Man braucht den Anteil, ja, also wie viele Westdeutsche, wie viele Ostdeutsche. Und hier, ich brauche die Fläche, ich brauche eigentlich nur den Ansatz. Also man muss gar nicht rechnen, sondern irgendwas hinschreiben. Und es soll in Quadratkilometern sein. So, versteht es ja in Quadratkilometer. Und ein Rechteck ist ja Länge mal Breite. Länge mal Breite. Der Trick ist, dass ich schon die Länge in Kilometer mache und die Breite in Kilometer und dann kriege ich am Schluss Quadratkilometer. Nicht die versuchen, die Quadratzentimeter in Quadratkilometer umzurechnen, das geht häufig schief. Genau. Und so. Also, was ist die Länge in Kilometern? Ich habe hier 1,7 Zentimeter mal diese 15, 1, 2, 3, 15 Millionen. Ja, jetzt hätte ich die Zentimeter. Also 1,7 Zentimeter auf der Karte, 1,7 mal 15 Millionen Zentimeter in echt. Gut, von Zentimeter auf Meter muss ich zwei Nullen streichen und von Meter auf Kilometer drei Nullen streichen und dann hätte ich hier Kilometer. Also, so schaut's aus. Die Breite ist 1,7 mal 150, ja, Kilometer und die Länge ist 2,8 mal 150 Kilometer. Und das ist das ist die Aufgabe, weil ich ja nur den Ansatz brauche.